Hallo liebe Widerfrau, lieber Widermann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es nächste Woche vom 13. bis 19. Juli bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen und der Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du auch diese Karten, Tarot of the 78 Doors, Tarot der 78 Türen, finden kannst. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, ja? Also schauen wir mal, was für euch nächste Woche ansteht. 7 der Schwerter. 7 der Schwerter hat hier ein bisschen eine andere Darstellung wie im Rider-Waite. Ja? Hier geht es darum, dass man die Realität auf eine abstrakte Art und Weise anders darstellt. Ja, seht ihr da, was sie da gemalt hat? Es ist schon der Hintergrund, ja, aber es ist anders. Es ist abstrakter dargestellt, ja, abstrakte Kunst hier. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Was gerade ist, ist diagonal. Diagonales ist gerade. Fenster sehe ich keine. Obwohl da Fenster sind, sind da keine Fenster auf ihrem Bild. Es ist die Realität, die man für sich selbst anders dargestellt hat. Ich glaube, dass du hier einer Wahrheit, dass du hier auf eine Wahrheit kommen wirst. Du wirst merken, dass etwas anders dargestellt war wie bisher, wie es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, dass du merken wirst, dass nicht nur das, was dir fälschlicherweise gezeigt wurde, falsch war, sondern dass auch deine Vorstellung falsch war. So gibt es dann eine Realität im Raum und das ist diese Abbildung, die Realität dahinter. Erstens wurde dir in Bezug auf diese Realität ein falsches Bild gezeigt und zweitens hast du dir selbst auch ein falsches Bild gemalt. Und so stehen jetzt zwei Menschen mit einer Realität da und beide haben ein falsches Bild davon. Fünfter Schwerter. Siebenter Schwerter und fünfter Schwerter. Wieder, du wirst hier nicht zugeben wollen, dass du die Realität nicht erkannt hast, ja, das wird dein Ego kränken und du wirst hier sagen, dass es sowieso viel zu spät ist, um hier noch die tatsächliche Realität zu besprechen, ja. Ich habe ein falsches Bild, du hast ein falsches Bild und was da die Realität ist, das ist ja mittlerweile auch egal. Du wirst dich hier ein bisschen dafür schämen, dass du etwas nicht realistisch wahrgenommen hast und wirst hier nicht das Bedürfnis haben, die Sache zu klären. Du wirst sagen, es ist zu spät. Ja? Ihr seht diese Begrünung da, die über die Türe gewachsen ist. Du sagst, ich war schon viel zu lange außen. Ich wurde schon viel zu lange ausgesperrt. Es interessiert mich nicht, was die wirkliche Wahrheit ist. Ja? Interessiert mich nicht mehr. Vierter Stäbe. Ah. Es interessiert dich nicht mehr, weil du bereits eine Zukunft mit jemand anderem siehst. Mhm. Mit einem anderen, mit einem anderen, mit einer anderen.
Und jetzt wird es Leute geben, die sagen, hä, aber ich bin ja an meinem Herzensmann, an meiner Herzensdame interessiert. Ja, dann ist das jemand anderes. Dann ist das eine Person, die auch an dir interessiert ist und wo du sagst, es ist mir egal, dass ich damals das Ganze falsch wahrgenommen habe. Ich habe jetzt einen Herzensmann, eine Herzensdame und für diese Person gucke ich Inbalds Legungen an. Ja? Ja, ihr werdet nicht glauben, was ich manchmal für Fragen habe. Also da war mal eine Jahreslegung und also bei einer der Jahreslegungen hatte ich im Mai, hatte ich einen Kommentar, da hieß es, warum sagt sie nächstes Jahr? Also, die Läden sind da komplett geschlossen. Das ist eine Legung, die ich im November, Dezember 2019 hochgeladen habe. Und im Mai habe ich einen Kommentar, wo es heißt, warum redet sie von nächstes Jahr? Wir haben doch schon 2020. Leute, solche Menschen gibt es. Solche Menschen gibt es. Ja, das ist dann total. Ja, gut. Das gibt's. Das gibt's. Du sagst hier, die Realität, die interessiert mich nicht mehr. Ich bin schon weg. Ja, 7 hier, 4 hier. Das gibt dann die 11. 10 ist zurücklassen. Mit einem 1, mit einem Ass geht man vorwärts. Du sagst, ich habe die Sache bereits abgeschlossen für mich. Und ich habe mich bereits für etwas anderes entschieden. 7, 5, 12. 10, Abschluss 2, der Scheideweg, an dem du dich befunden hast und nun hast dich für etwas anderes entschieden. Der Hierophant. Der Umstand, dass du hier wieder bei dieser Person da ein falsches Bild von der Realität hattest, belehrt dich eines Besseren. Du verstehst jetzt, was das für Umstände waren, die dazu geführt haben, dass du eine Fantasie im Kopf hattest. Es gibt ja etwas, das du jetzt in dieser Sache verstehst, in Bezug auf eben Realität. Er, sie sieht was anderes, du siehst etwas anderes. Du verstehst jetzt hier, okay, das ist eine interessante Message, du verstehst jetzt hier, dass du niemals eine gesunde Beziehung aufbauen kannst ohne physische Nähe. Ich meine damit nicht Sex, ich meine damit physische Nähe, das hier. Ich habe das Gefühl, dass hier nächste Woche viele wieder sehr auf die Körpersprache achten werden im Liebesleben, so diese Handbewegungen. Ja, also jetzt, ich rede jetzt mal für uns Frauen, oder? Wenn es gibt einen Unterschied zwischen einem Mann, der so vor dir sitzt, und dann gibt es einen anderen, der den Rücken frei hält, ja, es muss jetzt nicht gerade Türe frei halten sein, sondern einfach, wie er sich positioniert, schützend, fördernd, ja, so diese Dinge werden dir enorm wichtig sein. Es geht hier nicht einfach nur um Türe aufhalten, es geht darum, wie ein Mann gestikuliert zum Beispiel, wie ein Mann mit den Händen umgeht, wenn du an ihm vorbeiläufst. Unterstützend oder hemmend oder hey, ja, ihr habt verstanden, was ich meine. Und da gibt es jemanden, eine Dame, einen Mann, der oder die eben diese Körpersprache korrekt beherrscht. Und deswegen interessiert euch die vorherige Person nicht mehr. Fünfter Kelche. Ich habe jetzt verstanden, sagst du, warum ich immer wieder in ein Höschen kam, das dann in Brand gelegt wurde und wo ich dann nicht mehr rausgekommen bin. Ja? Hier wird die Wärme durch die Liebe dargestellt und hier wird die Wärme durch Feuer dargestellt, das Menschen in der Vergangenheit in dir ausgelöst haben.
Diesbezüglich verstehst du nun etwas, ist auch der Grund dafür, warum du sagst, ich gehe da nie wieder rein. Ja, ich werde hier wieder in einem verschlossenen Haus landen, das wieder abbrennt, wo ich nicht mehr rauskomme. Ich habe jetzt verstanden, was für ein Typ Mensch ich haben sollte, um diese Art von Wärme zu haben und nicht diese Art. Ja, ihr seht die Körpersprache hier. Liebevoll. Liebevoll, beschützend, unterstützend, ja, stolz. Dieser Mann hier ist sehr stolz auf die Dame. Die Frau stützt sich auf ihn, ja. Neun der Schwerter. Und diese Person hier weiß jetzt nicht, was tun. Wir haben hier das Problem. Hier haben wir deinen Standpunkt. Dazwischen haben wir zwei der Schwerter. Wenn du hier eine Entscheidung treffen würdest, wären sie nicht bei neun der Schwerter. Ja? Sieben der Schwerter, neun der Schwerter hier. Dadurch, dass du sagst, nee, die Tür ist für mich ein für alle Mal geschlossen, ich gehe jetzt nicht wieder in dieses brandanfällige Haus hinein, ja, lässt diesen Menschen hier verharren, die wissen nicht, was tun. Das hier ist ein goldener Käfig mit einer offenen Türe. Die könnten da eigentlich raus, aber die eigenen Gedanken lassen diesen Menschen weiterhin da ausharren. Du bist jetzt interessiert an diesem Menschen. Okay. Ich werde hier eine weitere Reihe ziehen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und was hier genau los ist, ja, mit dieser anderen Person. Jene, die diesen Menschen noch nicht kennengelernt haben, könnte noch auf euch zukommen, ja, einfach zur Info. Ich schaue hier für die Zukunft. Da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Und diese Karten hier werde ich fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über diesen Menschen hier weißt, aber wissen solltest, Turmsturz. Es ändert sich einiges zwischen euch beiden, ja. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.